Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel VBA-Tutorial. Ja, heute geht es um eine Fragestellung, die ich bei YouTube erhalten hatte in einem der Kommentare, und zwar folgende. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier eine Datei, die hat hier verschiedene Produkte, die mir gerade eingefallen sind, und wir haben hier verschiedene Zahlen. Also zum Beispiel positive und negative Zahlen. Und die Frage war, wie können wir nur die negativen Zahlen kopieren, von einem Blatt in ein anderes? Zumindest habe ich die Frage so verstanden. Also müsste ich jetzt theoretisch hier reingehen und eben diese Zellen hier auswählen. Wenn ich meine Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich die alle auswählen hier. Das müssen sie sein. Und jetzt habe ich alles markiert und das könnte ich jetzt kopieren und dann irgendwo anders einfügen. Also das Kopieren und Einfügen ist jetzt nicht mehr das Problem, sondern die eigentliche Herausforderung ist, diese negativen Zellen auszuwählen. Also alle Zahlen zu bekommen, die einen negativen Wert drin stehen haben. Und ich habe darüber mal nachgedacht, wie man das machen könnte. Und eine Lösung, die mir eingefallen ist, ist eine Kombination aus der bedingten Formatierung und dann VBR-Code. Weil das hier ist ja nur ein kleines Beispiel. Aber stellt euch vor, ihr müsst das vielleicht für mehrere Dateien tun oder ihr habt hier wirklich letztendlich eine Tabelle, sage ich mal, die ein bisschen größer ist jetzt als das, was ich jetzt hier habe. Dann möchtet ihr das vielleicht nicht händisch machen, weil das einfach viel zu viel manuelle Arbeit wäre. Also, langer Rede, kurzer Sinn, was können wir tun? Ich hatte ja schon gesagt, meine erste Idee war die bedingte Formatierung. Und zwar erstmal den Bereich, den ich brauche, in einer anderen Farbe zu markieren. Einfach um eine Unterscheidung zu haben, wie ich denn die Zellen identifizieren kann. Natürlich könnte ich auch das anders tun, aber das war meine Logik dabei. Das heißt, ich habe mir einfach den Bereich genommen, der mich interessiert, das war dieser hier, und bin dann auf bedingte Formatierung gegangen. Und habe dann einfach hier eine neue Regel definiert. Ja, ich weiß, es gibt auch diese Standardregeln hier oben, aber ich nehme in der Regel immer eine eigene Regel. Ich bevorzuge das einfach. Das heißt, ich bin hier hingegangen, habe dann gesagt, ich brauche eine Formel dafür und habe dann hier eben gesagt, meine Formel ist die Zelle selber. Und da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, weil das referenziert auch immer diese Dollar-Symbole und damit ist ja die Zelle fixiert. Und da ich beides dynamisch haben will, na, muss ich erstmal das hier rausnehmen, so nochmal, brauche ich entsprechend hier einfach die Dollar-Symbole nicht. Und sage einfach b1 in dem Fall. Weil, wenn ich das tue, dann ist es eben für die nächste Zelle c1, dann ist es hier b2, c2 und so weiter. Das heißt, jede Zelle wird jetzt hier individuell über diese Formel geprüft. Und dann sage ich hier, das soll bitte kleiner oder gleich 0 sein. Beziehungsweise eigentlich möchte ich ja sagen kleiner 0. Ja, ich möchte nur den negativen Wert haben. So, und das ist schon die ganze Formel. Und dann kann ich hier einfach sagen, wenn das der Fall ist, was soll denn dann passieren? Und da habe ich eben über das Formatieren dann gesagt, naja, wenn das der Fall ist, dann mach das einfach in diesem orange bis gelbton hier. Orange eher. Und ich klicke mal auf OK. Und dann nochmal auf OK, damit wir das auch anwenden. Und dann hatte ich eben genau diesen Sachverhalt. 2 minus 14, minus 15, minus 5 und so weiter. Und der Grund, warum meine erste Überlegung so war, war, dass es bei dem Suchen und Auswählen ja die Option gibt, dass man die bedingte Formatierung auswählen kann. Und das heißt, zuerst dachte ich mir, okay, ich kann mir das relativ einfach machen, ich brauche dafür keine, keine Formeln, keine VBA-Logik, sondern ich nehme einfach den Bereich dann, nachdem ich ihn formatiert habe, und ich sehe ja jetzt hier, okay, jetzt habe ich hier diese orangenen Felder. Und dann gehe ich auf Suchen und Auswählen und gehe dann einfach auf Bitte bedingte Formatierung auswählen. Und meine Idee war, oder meine Denkweise war zumindest, wenn ich das tue, hier reinklicke, ja, dann bekomme ich nur die orangenen als Auswahl was hier offensichtlich nicht funktioniert. Und meine Erklärung dafür ist folgende. Und zwar, ich klicke einfach mal in irgendeine dieser Zellen rein, gehe dann nochmal auf Suchen und Auswählen und dann mal auf Bedingte Formatierung. Und dann seht ihr, der ganze Bereich wird ausgewählt. Also das Verständnis, zumindest mein Verständnis jetzt hier ist, die Logik, also diese Farbprüfung, die wird ja auch auf die anderen Zellen, die aktuell nach wie vor weiß sind, angewendet. Und deswegen wird jetzt hier dieser ganze Bereich ausgewählt und eben nicht nur die orangenen Zellen hier, auf die die Formatierung tatsächlich zutrifft. Weil ein falsch für die bedingte Formatierung und damit eben keine Formatierung ist ja trotzdem ein Anwenden der bedingten Formatierung auf diese Zelle. Also so viel erstmal zu meiner falschen Denkweise. So, jetzt haben wir also eine, die quasi die negativen Werte hier farblich markiert. Okay? Und jetzt habe ich meine Arbeitsdatei auch schon als xlsm-Mappe hier oben gespeichert. Könnt ihr, wenn es sie einmal abspeichert, ihr eben als xlsm abspeichern. Das müssen wir tun, weil sonst können wir keine Makros äh, aufwenden und damit, oder anwenden und damit kein VBA ausführen. Das heißt, ihr speichert das Ganze als xlsm-Datei und dann müsst ihr entsprechend in den äh, Editor, den äh, VBA-Editor. Das könnt ihr über Alt F11, also die Tastenkombination, oder aber, wenn ihr die Entwickler-Tools habt, ihr könnt das Fenster auch entsprechend über Datei und Optionen hinzufügen. Wenn ihr die habt, könnt ihr auch hier einfach auf Visual Basic klicken, hier oben. Das ist das Gleiche. Ihr seht ja auch hier, der Shortcut dafür wäre Alt und F11. Klickt einmal drauf und dann habt ihr hier die Möglichkeit quasi für diese Tabelle oder entsprechend für die ganze Datei entsprechend ein, ja, ein Modul zu erstellen. Ein Sub im Englischen. Und das könnt ihr einfach tun, wenn ihr auf Einfügen hier oben klickt, dann gibt es ja hier die Option Modul. Klickt mal drauf und dann habt ihr entsprechend die Option, jetzt hier dieses Sub zu schreiben. Und ein Sub, also ein Modul, geht immer mit dem Sub los. Sub. Und ich schreibe es vielleicht erstmal fertig und dann schaue ich mal nach, ob ich es noch ein bisschen vergrößern kann, weil das ist ein bisschen klein hier und ich bin nicht ganz sicher, wie ich hier reinzoomen kann. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir natürlich gerne sagen. Gut, also mein Sub hier. Hier ein bisschen größer machen vielleicht so. Also das ist mein Sub. Ja, kann. Mit der Maus kann ich das hier leider nicht reinzoomen, aber egal. So, also das Sub, das kann ich jetzt irgendwie benennen. Zum Beispiel eben ähm, negative Werte nenne ich das Ganze. So. Und dann brauche ich noch zwei Klammern. Und dann kann ich das Ganze mit dem Endsub entsprechend hier schließen. Damit habe ich meinen Sub. Und jetzt kann ich hier reingehen und entsprechend ein paar Dinge definieren. Also ich kann meine Variablen definieren, zum Beispiel meine Zelle und meinen ausgewählten Bereich. Bleibt jetzt hier vielleicht ein bisschen im Englischen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Also, ich sage einfach mal dim cell, also meine Zelle, as range. Also, die Zelle ist jetzt hier ein range, ein Bereich. Und dann deklariere ich noch was Zweites, und zwar dim selected range oder cell range, kann ich das Ganze auch nennen, as range. Ebenfalls hier so. So, okay. Damit haben wir eben unsere Variablen hier deklariert. Also, beziehungsweise zwei Sachen, nämlich eben diese Zelle und dieses Cell Range ist jetzt hier beides ein Range, also ein Bereich. Wie das Ganze heißt am Ende, also ob das jetzt hier Zelle heißt und hier Cell Range, das bleibt euch überlassen. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. So, und jetzt quasi haben wir hier eine Schleife. Also jetzt können wir hier durchgehen. For each, also unsere Schleife. For each Cell und dann in Range. Und jetzt müsst ihr halt einen Bereich definieren, wo ihr das anwenden wollt. Und das bei mir so war, ich kann mal kurz rein hier, dass das Ganze in der Zelle A1 losgeht, mehr oder weniger, ich könnte auch sagen B1 theoretisch, aber ich habe das jetzt hier nicht fix definiert oder wollte das jetzt nicht hier auf ähm, A1 bis, bis C7 fix definieren, weil es könnte ja sein, dass hier entsprechend dann noch Werte hinzugefügt werden. Deswegen habe ich es dann so gemacht, dass ich hier einfach gesagt habe, ich nehme den Bereich A, also A1, und dann sage ich einfach Punkt Current Region. Das heißt nämlich, dass alles, was in, an dieser Zelle irgendwie dranhängt, also direkt dranhängt, die Felder sind in, die, sind in der Bereich. Und damit quasi kann ich automatisch ein bisschen dynamischer den Bereich auswählen, den ich hier habe. Gut. Jetzt habe ich das. Und dann sage ich quasi, was möchte ich tun? Naja, if habe also ich eine Wenn-Prüfung quasi dann gemacht. Also if cell Punkt und da gibt es ein, das muss ich erstmal nachschauen, weil das weiß ich auch nicht auswendig. Also display format und dann Punkt Interior und dann Punkt Color also im Wesentlichen dieses Interior Punkt Color ist eben die interne wenn man so möchte also Farbe an ne, dieser Zelle dieser einzelnen Zelle und das suchen wir jetzt quasi und dann sage ich wenn das ungleich ungleich sind eben dieses ja diese öffnende Klammer und schließende Klammer also wie ein Tags bei wenn ihr ein bisschen mit HTML und so weiter arbeitet dann können wir prüfen Cell, Punkt, und dann auch wieder Interior und dann Punkt Color. Äh, Color. Das hier, genau. So. Das heißt, wir prüfen hier quasi, ist dann, also mehr oder weniger ist denn das, das aktuelle Format, die aktuelle Farbe in dem Fall, ist die gleich der Standardfarbe oder nicht? Das ist im Wesentlichen das, was wir hier prüfen. Und then, also wenn das nicht der Fall ist, dann dieses then quasi, mal hier rein, dann eben noch was anderes und zwar if dann cell range, so range, dann is nothing, then, so, das heißt, das ist unsere zweite Prüfung und also dann quasi setzen wir etwas und sagen quasi set cell range gleich Zelle, so und wenn das nicht der Fall ist, dann unser else hier entsprechend und dann sagen wir für das else set Cell Range in dem Fall ist gleich und da gibt es eine Funktion die nennt sich Union also verbinden im Wesentlichen und dann Cell Range und eben die Zelle selber Cell schließt das Ganze und dann haben wir das auch okay und dann müssen wir eben unser If wieder schließen mit diesem End If also End If so. und dann schließen wir auch noch diese erste ursprüngliche If Bedingung die wir hier verwenden und zwar wieder mit einem End If so, okay, das müsste stimmen. So. Das heißt, wir testen quasi, ist denn die interne Farbe der aktuellen Zelle, also ist die gleich der Standardfarbe oder ungleich der Standardfarbe, weil wenn das ungleich ist, dann quasi testen wir unsere zwei Variablen und sagen quasi, wenn der aktuelle, oder wenn die aktuelle Auswahl hier 0 ist, dann entsprechend äh, setzt die gleich der ausgewählten Zelle. Und wenn die Auswahl schon existiert dann nimm die bestehende Auswahl und füge die aktuelle Zelle hinzu. Also erweitern wir quasi unseren aktuellen Bereich immer um eine weitere markierte oder farblich äh, formatierte Zelle. Und dann schließen wir das Ganze eben mit den zwei Endifs. Das müssen wir tun, da ist äh, VBA ziemlich oder jede Programmiersprache wahrscheinlich ziemlich äh, restrikt, was das angeht und dann müssen wir eben entsprechend das Ganze auch noch mit next äh, hier fortführen, dass es eben, dass unsere Schleife hier wirklich diesen ganzen Bereich durchgeht. Dann haben wir das auch. Und quasi dann, noch zum Schluss, damit wir das auch auswählen entsprechend, sagen wir hier einfach if not und dann äh, cell range is nothing, so, äh, nothing, then und dann cell range.select. So, dann haben wir das auch. Und dann können wir uns das abschließen. Also das am Ende ist einfach nur quasi, wenn entsprechend in dem Bereich, den wir gerade prüfen, wenn da irgendwo auch nur eine einzige Zelle, formatiert ist und damit negativ in unserem Beispiel, dann wähle die noch zum Schluck, äh, zum Schluck, zum Schluss aus, wollte ich sagen. Damit wir halt wirklich dann den Bereich noch ausgewählt haben und dann entsprechend diesen kopieren können, beispielsweise. Gut, damit haben wir uns das abgeschrieben. Dann äh, können wir das auch mal testen. Also wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe hier, dann seht ihr genau, was passiert. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Aber jetzt sind hier wirklich alle Zellen automatisch ausgewählt, die eben negativ sind. Das heißt, auch das nochmal testen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine minus 10 reinschreibe, haben wir erstmal auch hier diese 10 farblich markiert. Und jetzt gehe ich nochmal zurück hier und probiere das nochmal aus, weil jetzt sollten wir auch die 10 mitbekommen. Also mit ausgewählt. Klick noch nochmal drauf. Und ihr seht, wir bekommen jetzt hier wirklich auch entsprechend nur die orangenen Zellen und damit eben die negativen Werte in dem Bereich, den wir eben haben und den wir vorher definiert haben, markiert. Gut. Und das war dann auch meine Idee dazu. Um, das heißt, ich hoffe, das war interessant, ich hoffe, das war hilfreich. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, erholt euch gut und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute.